Okay. Jo Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Zocken mit Frau One Piece Pirate Warriors 3. Wir machen weiter mit Abenteuer auf der Geisterinsel. Thriller Bark. Zu Gast auf der Thriller Bark. Sagen wir es so. Wir können... What? Wir können sofort Brook spielen. Und wir können auch Frankie spielen. Ich weiß nicht. Ich spiele mal Brew. Weil ich möchte ja einmal alle Charaktere zeigen. Brook habe ich, glaube ich, auch einmal erst gespielt. Fand ich nicht so geil, aber für euch zeige ich ihn mal. Spiele ich ihn noch mal eine Runde. Du hast gedrückt. Jo. Gut. Ja. Also, ich zock mal den guten Brook. Brook ist ja... wer ist Brook? Brook ist das neueste Mitglied in der Strohbande. Neuer geht's nicht. Hast du gelevelt? Muss Barry wächst du machen. Und hoch. Ja, Brook ist das neueste Mitglied von der Strohbande noch, soweit ich weiß. Noch ist keins drin. Und das 10. Mitglied, ja, da streiten sich noch so ein bisschen die Geister drum. Oh, ich muss drücken. Das lief von dem geht immer voll ab. Gokigen yo! Nanz! Miro! Schabetteru! Gaikotsu ga afro de schabetteru! Oya oya! Sochira, jitsu ni uruwashi! Pants misete moratte mo yoroshii desu ka? Miseru ka! Oi! Omae wa ittai nanimono nano ka? Ja, den Brook haben die mehr oder weniger auf dem Meer abgeschleppt. Und war so gewesen, dass was weißt du? Ach, jetzt weißt du. Ja, genau. Die nervige Runde. Mit dem Schatten und alles. Ja, mit dem Nebel. Du hast einen Schatten. Es ist dunkel hier drin. Da habe ich keinen Schatten. Ich habe nur bei Sonne einen Schatten. Was? Als ob du jetzt... Ja gut, du hast jetzt einen Schatten. Was stimmt? Oh, ich nicht. Ich hab nur bei Sonnenschatten. Hä? Ja, auf jeden Fall war es so gewesen, dass der einer der sieben Samurai der Meere, Gecko Moria, Schatten gesammelt hat, um seine Armee zu verstärken und um den Vater von Oz, den dicken Oz, wieder zu beleben. Und ja, dafür hat er halt Schatten gesammelt. Oder seine Zombies haben Schatten gesammelt. Und unter diesen Schatten war auch Brooks Schatten. Und so musste der dann halt immer da auf dem Meer rumreisen. Weil der sonst nicht mehr, oder der konnte nicht mehr ins Sonnenlicht gehen. Keine Ahnung, wie so schlecht bin. Mit dem Zorro. Ich kann dir was sagen, weil wir sind auch noch hier drin. Und das Level ist erst ab 28. Mein Kron ist Level 28 und wir sind 27. Ja, war auch eine lustige Geschichte dazu, zu dem Level.
Wir mussten nämlich kurzerhand nochmal komplett jetzt am Wochenende. Hab ich schon erzählt? Den Spielstand nochmal neu spielen. Oh, wie du in der letzten Folge erzählt, hab ich gerade gehört. Gibt jetzt sich wenigstens einer was merkt, was ich so den ganzen Tag erzähle. Ja. Luke mit seiner scheiß Gitarre da, ne? Der geht mir immer so auf den Zahn. Komm, wir nehmen jetzt mal hier die Hulk. An sich ist der an. Ja, ich sag mal, die Kombos sehen schon ganz cool aus. Einzige Ding an dem ist, die machen recht wenig Schaden, die Attacken. Noch? Ich weiß nicht, ob sich das ändert, weil, wie gesagt, ich hab den erst zweimal gespielt oder so. Ja. Die Map ist ein bisschen anstrengend, weil erstens ist die ziemlich lang. Ich glaube, hier ist auch Oz der Endgegner. Mit Gecko Moria zusammen. Das ist ziemlich tricky, weil das auch wieder auf Zeit geht und da kann man dann ziemlich schnell auch verkacken. Oh, ich habe Moria gefunden. Ja, auf jeden Fall kann man das ziemlich schnell verkacken. Weil Oz extrem viel HP hat und man den immer nur zu gewissen Zeitpunkten kurz treffen kann. Ja, und man hat hier halt am Anfang diese Scheiße mit den mit dem Nebel, dass man nicht sieht. Und was heißt Scheiße? Irgendwie müssen sie das Spiel ja interessant machen. Aber ich fand das schon extrem nervig, sich hier irgendwie zurechtzufinden, weil man ja rein gar nichts sieht. Wenn man wenigstens am Start einen kleinen Punkt sieht, wo man ist, wäre das schon hilfreich. Naja, dann wäre das trotzdem noch nervig genug, aber es wäre hilfreich, schon mal so ungefähr zu wissen, wo man ist. So sich hier rauszufinden, das ist ja ziemlich scheiße. Ja, am besten man folgt immer den durch die Gegend fliegenden Gegner, da ist dann irgendwo Action. Wobei Action ist, wartet man noch nicht. Das ist ganz riesiges Ausschlussverfahren. So. Jetzt konnte man natürlich. Also sonst habe ich immer gesagt, man kann das ein bisschen daran erkennen, dass jetzt zum Beispiel bin ich irgendwo an einem blauen Kreuz. Ich glaube, ich bin da an einem ganz rechten blauen Kreuz. Weißt du, wenn ich jetzt hier irgendwo links lang komme, wo es hier nicht geht, weil hier eine Tür ist, wäre ich richtig. Komme ich hier noch links weiter? Wenn man hier die Kiste auf, ja, ich glaube schon. Aber den konnte ich aber nicht einsammeln. Da ist noch ein Blut von uns. Und wir müssen ja unsere Crew irgendwo hinbringen. Heißt, ich wüsste jetzt so ungefähr, wo ich bin. So. Ein Grafikfehler. Hier müssen wir hin. Wo bist du? Das ist wieder irgendwie verlaufen, ne? Hä? Pimmel aus dem Mund, ich verstehe kein Wort. Ja, warte mal. Ja, du nuschelst dir einen vor, ey. Ich hab auch noch hier Headset und so, ne? Ich verstehe dann kein Wort von dem, was du sagst. Wenn du da so nuschelst. Als wenn du was im Mund hättest. Ich meinte ein Duplo. Der längste Praline der Welt. Und der smarteste, ne? Ist er jetzt, oder ist er gar nicht Duplo?
Was denn? Ist das so? Dublo ist so die längste Freilinie der Welt, oder nicht? Ja. Weißt du, warum die damit nicht mehr werben dürfen? Weil die mein Penis nicht gesehen haben. Dann war das nicht mehr die längste Praline. Jetzt müssen sie die smarteste nennen. Aber dann hab ich dir nicht gesagt. Ich folge den einfach mal. Hier haben wir den Frankie noch. Ach, ich folge dir gerade. Ne, das ist ja ganz Banane. Banane. Hier sind nochmal ein paar Gegner aus hier gewesen. Ich glaube, das war heute so richtig, oder? Ich hab gerade angefangen mit Perona zu kämpfen. Wo ist die Sau? Perona. Das blöde, gestörte Mädchen mit den gestörten. Mit der gestörten Geisterfrucht. Aber die Perona, die geht später übel ab. Ich hab die mal auf Level 100 gehabt. Wir haben die, glaube ich, Level 100. Und die machen übelst Damage, die dumme Sau. Richtig krasse Skills und so. Ja, hier haben wir die Perona. So, jetzt müssen wir aber eigentlich schon den Nebel wegkommen. Ach nee. Nein, ich überspringe. Da war im Anime mega lustig, wo der Zorro dann einmal seine mal so negativen Geist abgekriegt hat. Wie geil der sich dann immer selber gedisst hat. Der war zu gut, ey. So, beschleunigen wir hier mal. Holen wir mal die Gitarre raus. Rutsch. Ja, ich weiß es, ich bin scheiße und so, steh auf, mach jetzt weiter. So, da haben wir sie. Verona ist down. Jetzt müsste auch der Nebel weggehen. Oder? Komm mal weg. Wie, hast du gar nicht geholfen? Wie? Oh Mann. Ja, jetzt ist der Nebel weg. Juhu. So, und jetzt kommen wir zum Schloss. Und dem Moria mal ordentlich aufs Maul hauen, beziehungsweise uns mit Ostprügeln. Ja, da sind noch so mal ein paar Kommandanten, die machen wir auch nochmal einen Fuji. Ja, Brook, was sagen wir mal noch, zu Brook können wir noch sagen, dass er die Totenreichfrucht gefressen hat. Deswegen kann er quasi nicht sterben, ist immer so ein Skelett. Und diese Totenreichfrucht, die soll wohl jetzt nach Theorie zufolge auch Leute wiederbeleben können, wie zum Beispiel dann Whitebeard oder Gold Roger. Da habe ich schon so einige Theorien dazu gehört. Sondern dass er zumindest in der Lage ist, die Seelen von denen zu finden im Totenreich und dann mit dem reden kann und so. Und da dann irgendwie
neue Sachen zu One Piece quasi gelüftet werden. Wieso habe ich jetzt eigentlich gerade meinen Kreis gemacht? Ich habe gar keinen Kreis gemacht. Müssen mal gucken, ob wir hier mal so langsam oder sicher. Was war denn hier? Ich muss mal noch, glaube ich, hier irgendwelche Kumpels frei befreien. Ich glaube, da unten dieser blau leuchtende Punkt, da müssen wir erst hin. Und die machen uns an die Brücke, glaube ich, erst frei. Komm, ich prügel da jetzt hier aus jedem Einzelnen. Du bist so doof, ne? Jetzt siehst du jetzt, wie lange war hier schon weg? Alter. Scheiß Blitzscreen-Glotzer immer, ne? Glotzer. Ich hab schon wieder übelst Wortkotze. Ich glaube, ich muss ins Bett. Wieso guckst du auch meine Scheiße? Ach ne, hier ist das nur. Wir müssen, glaube ich, einfach mal nur zur Brücke laufen. Einfach nur ganz normal zur Brücke. Da, wo grün leuchtet, blinkt. Ich glaube, das war dann im Online-Modus oder erst später bei der anderen Brücke, bei der nächsten. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas war hier auf jeden Fall in dem Level. Da musste dann so ein bestimmte Truppe von Dudes eskortieren. Pff, sieht so aus, als wenn da Steine wären, ne? Dann kommst du da nicht lang. Oder ach, jetzt können wir das erst freischalten, weil jetzt dieser fette Ost kommt und die Brücke kaputt macht. Genau so war das. ルフィのゾンビだと。おお、最初の任務だ。思いっきりやれ。このデカさでルフィの動きとは恐れ入る。何か弱点はあるはずだ。でけえ魚は少しずつ弱らせるってのが定石だが。 Ich komme schon aus dem Prügel. What? Und der hat mich direkt runtergehauen. Ach, und ich habe Kreis gedrückt. Weil ich noch im Blattbaum drin ist. Ich wollte jetzt Kreis gedrückt halten, dass ich schnell rennen kann. Und hier ist das ja X. Ach, ich glaube, dann habe ich gerade die Ulti gesetzt, weil ich wegrennen wollte. Wie, das sag ich dir jetzt? Bist du Panne oder was? Wir haben das Spiel schon bis auf Level 100 gespielt. 100%. Und jetzt kommst du an von wegen, weißt du nicht mehr, wie du rennst? Wo bist du Panne? Schlaberstuhl. Ich hab gedacht, du stehst die ganze Zeit vor mir, aber du bist ein NPC. Jetzt bist du doch auf dem richtigen Weg. Und jetzt ist er weg. Ja, Ros. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier die Dudes rekrutieren. Holen.
Rekrutieren? Rekrutieren? Ja. Wir holen die Dudes. Und die bauen uns die Brücke. Hier, Pioniere. Pioniere müssen wir uns holen. Und die bauen uns jetzt eine neue Brücke hin. Kommt, Jungs, lauft. Ja, du musst jetzt aufpassen, dass die Spackos nicht fliehen. Ost ist wieder aufgetaucht. Doch, hier. Ach, diese Kameraumschwung, ne? Diese Kameraumschwung. Und ob man nicht sieht, wie viel HP aus noch hat. Oh, mega nervig. Oh, oh, weg hier. Komm, aber du Arsch. Autsch, mich nicht boxen, ich kann auch. Kommt, Dudes. Ja. Lauf doch. Ah, ich mag diese Episode nicht. Dauert immer so lange, bis die irgendwo hinlaufen. So, letztes Mal haben wir 45 Minuten für die Runde gebraucht. Vor allem, dann kommen die, glaube ich, auch noch in zwei Abschnitten. Erst die, dann die anderen. Jetzt müsste ich hier, glaube ich, wieder auskommen. Überhaupt irgendwie wird getan? Ich glaube nicht, ne? Schatzereignis. Oi, Ose! Ichigan to naru chikara! Omoishi! Hä? Are wo? Zoro! Kuru-kuru! Standby da! Ore no ashi o sasaero! Pirates Docking 6! Chodai Robo Senshi! Big Emperor! Ui, geht! Chotto matte, Franky! Ah ja, aber ganz komische. Die muss wieder rumzicken. Frauen so sind. Autsch. Aber wenn der sagt Bazooka, ne, musst du dich vom Acker machen. Ne? Aber die sind jetzt drauf. Ah, trifft dich. Nervige Runde. Vor allen Dingen, nervige ist, wenn dann nachher ihr dauernd rumspringt, rumhüpft, ist das extrem scheiße, weil dann auf Zeit geht
Und wenn der dann immer da rumhüpft und man sich öfter mal verläuft, dann kann man die ganze Mission schon in eine Tonne treten. Ja, drei Stück sind schon hier. Frankie Ball, Brücke fertig. Das ist echt gut. Was war dieses Perola? Schätze Perona. Da ist nämlich auch Nami wieder aufgetaucht und die Dumme soll die verreckte öfter. Mal. Und auf die müsst ihr mal aufpassen. Jetzt kommt Bartholomeus Bär. Der Bärmann. Der hat auch eine geile Teufelsfrucht. Die Tatzenfrucht. Ja, Bartholomeus Bär ist wirklich gefährlich. Der Bärmann. Aber der Bärmann kriegt einen auf die Fresse. Es sei denn, der teleportiert mich wieder irgendwo hin. Obwohl, nach Amazon Lily würde ich doch gerne mal so hinreisen. Na gut, da sind zwei Männer verboten, aber ansonsten die Aussichten sind da ganz gut. Vor allem die Anime-Folgen waren recht geil, wo Ruffy da gefangen genommen worden ist und dann gewaschen wurde. Sie hatten schon. Das ist das Geilste, wenn die Frau daneben sitzt und keine Ahnung hat, wovon man redet. Man kann einfach nach Herzenslaune reden, ohne dass die nur den Hauch von einer Ahnung hat. Hallo, da wurde er einfach nur gewaschen, weil er dreckig war. Was ist mit dir? Ja, siehst du, das, die Frauen, ne, die sind immer so pervers, ne? Da sagt man, redet man nur davon, dass ein Gummimann gewaschen wird und zack, denkt die sich wieder allen Scheiß. その後釜が後継者の名はマーシャル・ディ・ティーチ通称黒ひげといなるほど未知数かよく政府が認めたもんだまあ穴埋め作業が済んでよかそれと政府には今気がかりが一つある麦わらの一味やつらのログをたどるとここに来る可能性が高い心配だと雑魚必要なら俺が貴様に加勢しても構わない誰に口聞いてやがんだてめえあんな少数の経験も浅よく見ていけそして報告しろでは
しばらく様子を見ていこう。安心しろ、邪魔は。Ah, der Gecko Moria, ey. Glaubt, er ist es und dann ist er die reinste, kleinste Wurst. Wobei, die Schattenreichfrucht ist ja schon mega OP. Also, die ist schon gut. Kann man nichts anderes sagen, die ist schon wirklich gut. Nur, er hat sie irgendwie ein bisschen blöd eingesetzt. Sag ich mal. Hey. So, es gibt kursieren ja auch Gerüchte rum, dass nur Gecko Moria, wie heißt er jetzt hier, Dings sterblich machen kann. Ja, wie heißt er denn jetzt? Kaido. Dass nur Gecko Moria den sterblich machen kann. Oder der den unsterblich gemacht hat. Aber andersrum sagen dann auch viele, dass das Lore war. Weil Lore jetzt unbedingt dabei sein wollte und dabei sein wird. Lores eigentlicher Plan war es ja, zusätzlich, nicht unbedingt erst Doflamingo zu besiegen, sondern den Kaiser zu stürzen. Und da wurde auch direkt, oder er hatte halt auch Dings abgezielt gehabt. Auf Kaido. Also wird dann wohl darauf hinaus laufen, dass ich denke eher Trafalgar dass er Kaido sterblich machen kann, weil er seine Unsterblichkeit von der OP-Nomie hat, von Laws Frucht. So hat angefangen. Ja, nur noch. Was waren die Ausrufezeichen, ne? Ach so, besiege Os und Moria. Os Moria. Tod, Schatzereignis, haben wir gekriegt. Okay, da sind wir in die Falle getreten. War gar nicht der echte. Ui. Ruffy hat das besiegt. Wasch, das ist am Boden. Jetzt muss ich hier den Moria ganz schnell platt machen. Überall. Wo der ist. Da die großen, die roten umrandeten Punkte, das sind das Moria. Das sammelt Schatten. Ich muss jetzt kaputt machen. Darf auch schnell gehen. Weil sonst, wenn der Schatten hat, dann steht der Ausfall auf. So, hier habe ich einen. Einen habe ich. Muss ich hin? Ja, und hier sich so ein bisschen zu orientieren ist ziemlich scheiße. Nein, nicht dahin, nein. Da muss ich hin. Okay, ich hab noch. Hey. Shit. Ich soll hier noch geschossen haben, so.
Dinger gesammelt. Probieren. Jetzt ist der Dude wieder da. Jetzt war ein bisschen zu langsam, jetzt ist aus wieder full life. Ah. Wahrscheinlich immer einfach noch da. Ey, was mach ich? Shit. Nemoshi? Was sagt er da? Was lauert der? Komm, laber nicht. Mach mal hier was. Ob ich dich verprügeln kann? Scheiße. Nicht das. Aua! Du Arschkrampe! Ich bin wichtig, jetzt dass ich dich hier schlagen kann. Ach, bis der den die Attacke ausgeführt hat, ne? Du kannst ihn ja immer nur treffen, wenn er mal irgendein scheiß Körperteil oder ein scheiß Teil von seinem Kadaver hier rüber schiebt. Ja, jetzt ist er weg. Jetzt ist er auf der anderen Ecke wieder. Oh, das ist Kamera umspielen, ne? Wenn du dann mal bei dem Typen bist. Und dann siehst du mit der Kamera sowieso nichts. Ich will unten dann auch mal ein bisschen mehr Damage gemacht. Moria sammelt Schatten. Hat Schatten gesammelt? Hä? Lebt der irgendwo noch? Jetzt steht er wieder bei dir. Was? Oh, den. Ja, dann musst du dann komplett weggehen, Alter. Irgendwo in einem Haus oder weg. Ja, komm, gib den Kappes runter oder den Arm oder was. So, da wieder ab. Ach, da was. Ja, und deswegen ist das Level so nervig, ne? Immer dieses Hin und Her, Gerenne und Gehüpfe von dem Scheißtypen. Schatten aufsammle Kacke. Komm, mach mal. Und dann dauert das immer so lange, bis der da mal irgendwie mit Köpfen oder was. Hier runter bewegt, ob wir den mal boxen können. Aber ich glaube, jetzt haben wir's.
ロビン。イエルナフルール。ブロック頼む。ヨホホ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 ホこっちだ。投げろ。お気をつけて。よっ、サード。お面フラッシュ。ドロー、ボスの腹を引かせて。任せとけ、三刀流王子。三千世界。ボスの背骨が伸びきったぞ。行って。ゴブーンをプルゴブーンをどうだ。ギガントバカーカー。 Boom in your face, bitch. てめえら、よくも俺のスリラーバーこうもめちゃくちゃにしてくれやがったな。すべての影たちよ、この俺の力となれ。シャドウズ・アスガルド。アスガルド、シャドウ。Jetzt übertreibt der dicke Typ. Dude war, ist die Mischung, ist der Bruder von Dude. Dude und Typ. Komm, geh weiter. Handy wegpacken. Ach, jetzt wollte ich wieder auf R3 anvisieren und so. Bloodborne-Modus. Versucht den mit den Dings zu killen, ne? Mit dem Kreis. Aber ich sehe auch den seiner HP nicht. Also nur mal so zwischendurch irgendwie gucken, ob wir noch was sehen. Ach, der hat noch einen ganzen Arsch. Also Brook ist an sich ganz cool, weil er ziemlich schnell ist. Aber dafür ist er ziemlich lasch auf die Brust. Aber ich meine, der ist ja noch nicht so weit. Na gut, im Gegensatz zu den anderen ist er auf jeden Fall noch schwach. Der kriegt, glaube ich, auch erst nach, wo im Anime quasi der Timeskip wäre. Danach kriegt er also erst auf dem Sabaody die Archipel. Kommt er erst gute Kombos, sag ich mal, auf dem Level. Ach, Zora hat auch mal angefangen gegen ihn zu kämpfen. Stand halt gerade. Naja, hätte ich jetzt auch gesagt, hat er jetzt die ganze. Meinst du, das Spiel belügt mich? Naja, als ob mich das Spiel bewegt. Gar nicht. Was war da noch? Jawohl, geiles Timing, Babe. Mit Kreis. Hab ich gesehen. Deswegen habe ich gesagt, geiles Timing. Mit Kreis. Wie, warum sehe ich das? Weil ich den ganzen Bildschirm betrachte. Und nicht nur die untere Hälfte und zwischendurch mal hochgucke. Und ich das Geräusch gehört habe, dieses Ching. Hammer, ne? Ich bin voll der Killer, Alter. Hoppala, voll schnupfrück. Ich bin voll der Killer, Alter. 世の中ってのは出る
悪意が叩き潰されるようにできてんだ。はい、ああ、genau。Der Nagel und so。バカゾだろうが、出る杭だろうが、俺は誰にも潰されねえ。潰されねえ。そう言い切る根拠のなさこそがてめえの経験の浅さを。ゴムだから。ねえ。ごめん、風船。ゴムゴムのギガントゲットしてる。ロック Und das alles ohne Haki. しすぎなんだ。七分解。これだけ弱り切ったお前たちを消したところで何の面白みもない。あー、die Tatzenfrucht, die ist so krass geil, ne?Die werden wir später auch noch sehen. お前たちの命は助けてやろう。その代わり、麦わらのルフィの首一つ俺に差し出せ。その首さえあれば、政府も文句は言うまい。仲間を売れってのか。さあ、麦わらをこっちへ。断る。残念だ。まだ立ち上がる気力が残っていたか。どうしてもルフィの首を。それが最大の情報だ。わかった。首はやるよ。身代わりのこの俺の首一つで。大して名のある首とは言えねえが、やがて世界一の剣豪になる男の首と思えば取って不足。そんな野心がありながら、この男のためにお前船長一人守れねえで、てめえの野心もねえだろ。ルフィは。待て待て、クソ野郎。お前が死んでどうす。おう、でけえの。こんなマリモ剣士より俺の命取っとけ。五将の頼みだ。これで麦わらに手を出せば恥をかくのは俺だな。その代わりお前には地獄を見せる。モリアたちとの戦いで蓄積された全てのダメージがこれだ。身代わりになるというなら、お前がこの苦痛を受けろ。やあ、das war so spannend。ほら見ろ、体が軽いんだよ。なんでだ。嘘つけ。そんなわけねえ。何もかも無事なわけねえ。あの野郎どこだ。おい、おめえ生きてんのか。あいつはどこだ。ここで何があった。何も。いや、der Zorro, der hat schon ordentlich残すんじゃねえぞ。Patriotismus in sich。よほほほほほほほ、本当に。あ、失礼。太ったかも。
骨なのにってやかましいわ。こんなにうるさいのに目も開けねえな。いつもは一番タフな男がね。これゴロの分な。さあ飲め。飲ますな。辛くない日などなかった。希望なんか正直見えもしなかった。にょっ。でもね、ルフィさん、私生きててよかった。なっ、ネアフンブラック。生きててよかった。そらそうだ、今日という日がやってきたから。あ、私仲間になっていいですか。あ、いいぞ。さらっと入ったあ、für allen Horror und Ruffy war dann einfach nur von wegen, wo der Knochen ist. 骨だけ。なおブルックと申します。通称花歌のブルック。歌付きでございます。今日より麦わらのルフィ船長にこの命お預かりいただきます。骨身を惜しまず頑張ります。よほほほほほほほほほほ。So Leute, und damit wären wir am Ende der Aufnahme. Handy weg. Drücken. Ja, diesmal war ziemlich lange die Videofrequenz. Ziemlich lange und zu später Stunde. So. Ja. Leute, wie gesagt, wir sind am Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein bisschen Feedback da. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Abenteuer im Sabaody-Archipel. So, haben wir das. Also wie gesagt, Bewertung da lassen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Haut rein, Leute. Und ciao.